uns im Nebensee. Wir tauchen ein in die Spiele. So, hallöchen, liebe Freunde, und ganz herzlich willkommen bei Peru Plays von der schönsten Insel der Welt aus Zypern. Ich bin der Peru und ihr seht richtig, jawohl, wir sind wieder zurück in SnowRunner, werden eine kleine Runde drehen. Und wir haben einen Zuwachs bekommen, nämlich einen Kenworth. Der 990er ist das, glaube ich. Den habe ich mir mal gegönnt, denn ich hatte bei den PlayStation Stars genügend Punkte gesammelt. Bisschen, ne? Also für 5 Euro Guthaben hat's gereicht im Store. Und dafür habe ich mir diesen wunderbaren Truck geholt, der gleich mit einer erhöhten Aufhängung kommt und mit entsprechenden Offroad-Reifen. Ja, die wollen wir gleich mal ausprobieren. Wir haben nämlich einen Auftrag, wir sollen liefern Ziegel, Holzplanken und Kraftstoff zu einer Farm in Smithville, Talsperre. Also ihr seht schon, wir sind noch immer in Michigan, USA unterwegs. Und wenn wir Glück haben, werden wir jetzt auch das erste Mal hier die Kartengrenze passieren. Schauen wir mal, was passiert. Leute, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch nicht vergessen, ihr wisst Bescheid. Ehrensache, oder? Guti, schmeißen wir die Motor an und dann sehen wir mal, boah, was das wird. Ich habe mich so auf diesen Truck gefreut. Kennt jemand noch die Serie Ice Road Truckers? Da war der ja auch öfter zu sehen. Also ich hege also auch die Hoffnung, dass auch ich demnächst in Alaska den Ice Road Trucker spielen kann. Aber jetzt erstmal bleiben wir in Michigan und sehen zu, dass wir die Fracht hier heile kriegen. Also ich habe schon so ein bisschen Probe gefahren, das Ding im Gelände. Also wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht. So sehr ich den Fleetstar mag, das hier ist eine ganz andere Hausnummer. So, jetzt wollen wir mal schauen, dass wir das hier elegant hinkriegen. Übrigens, ich habe gesehen, es gab bei einem der letzten Videos ein kleines Missverständnis. Das letzte Video war von mir absichtlich als Gameplay gekennzeichnet. Liebe Freunde, wenn da nicht Let's Play steht, sondern Gameplay, ist es wirklich nur Gameplay. Also es ist dann kein Defekt, kein Versehen, sondern das ist einfach Gameplay. Ne? Einfach so zum mit dabei sein, zu gucken, mehr nicht. Ne? Also das war, das war schon Absicht. Nur zur Erklärung, weil ich habe gesagt, den einen oder anderen YouTube-Kommentar, ne? Ich antworte ja auch gerne, wenn ihr mir schreibt. Ne? Also, wo wir gerade beim Thema sind, ich freue mich natürlich auch über jede Zuschrift in Form von Kommentaren natürlich. Solltet ihr Fragen haben oder irgendwas, worauf ich antworten soll, werde ich das gerne probieren, sobald es meine Zeit zulässt. Aktuell, wisst ihr ja, ist das ein bisschen knapp, aber ich tue, was in meinen schwachen Kräften steht. So, also wie der hier durch das Wasser und den Matsch flutscht, ja? Herrlich. Schön. Also das ist eine Strecke, die habe ich mit dem Fleetstar so problemlos nicht bewältigt. Ich glaube, Kollegen, den könnte ich recht lieb haben hier, den Truck. Habe ich jetzt schon eigentlich. Also es ist schon so Powerhouse hier. Ah, jetzt kommt gleich mein allseits beliebtes Feuchtbiotop da vorne. Das ist immer so eine Geschichte. Ich hoffe, ich komme da einigermaßen gerade durch. Ich werde mal versuchen, so ein bisschen dem tiefsten Wasser auszuweichen. Hier so halb links mal auszuweichen. Ich hoffe, das klappt so, wie ich mir das vorstelle. Jetzt sieht das ja recht gut aus. So, jetzt vorsichtig. Wir wechseln wieder auf die andere Seite. Vorsicht, 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 Vorsicht. Immer mit der Ruhe. So, da vorne links sieht ihr übrigens wieder die Werkstatt. Das heißt, wir fahren jetzt wieder stadteinwärts. Ist ein schöner Truck, aber ich werde mir den auf jeden Fall von innen nochmal ein bisschen gemütlich gestalten. Wie gesagt, ich glaube, wir werden damit öfter unterwegs sein.
Ich bin gar ein bisschen verliebt in diesen Truck, gebe ich zu. Hat auch einen sehr schönen, ja, sehr schönes Fahrgeräusch, wollte ich sagen. Richtig schöner Sound beim Fahren. Also dank Aufhängung und natürlich Offroad-Reifen, ne, geht das hier natürlich ziemlich zügig hier durch die Matsche. Richtig schön. Na, also da traue ich mich dann schon eher mal so ein paar größere oder aufwendigere Aufträge anzunehmen. Ich weiß nicht, ob wir jetzt die gesamte Lieferung hier heute schaffen werden, aber ja, schauen wir mal, ne? Ja, die Offroad-Reifen greifen natürlich nicht so gut auf der normalen Straße, ist klar, merke ich jetzt auch gerade. Ist eher so mittellustig, aber ja gut. Ja, auch so ein Baumstamm im Weg ist jetzt auch nicht mehr so das große Problem. Das macht richtig Spaß hier. Wird das hier schon Abend oder haben wir noch morgen? Ich habe gar nicht geguckt. Müssen wir gleich mal schauen. Ja, schon fast nach Sonnenuntergang aus. Wir checken das mal, wenn wir hier die Stadtgrenze passieren. Ah! Das war jetzt knapp gerade angeeckt hier. So, da kommt wieder unsere allseits beliebte Umleitung. Ja, wir werden einen kleinen Umweg fahren müssen, weil einige Passagen sind leider von mir noch nicht entmüllt worden. Also Feldeinstürze und so. Das heißt, wir müssen einen kleinen Umweg fahren. Ich hoffe, unser gutes Stück hier macht die Umleitung mit, streckentechnisch. Und wir kriegen da keine Probleme, hoffentlich. Wow, wow. Da hat es jetzt heftig geschaukelt. Okay. Also hier merke ich es jetzt richtig, dass das Offroad-Schlappen sind. Ich muss hier deutlich vorsichtiger lenken. So, jetzt müssen wir nämlich gleich Umleitung fahren, weil hier kurz nach der Absperrung kommt dann dieser Feldsturz. Aber hier geht ein Weg rein. So, jetzt müssen wir hier ganz kurz gucken. Genau, das wäre jetzt unsere Umleitung. Bei Nacht möchte ich die jetzt nicht fahren. Da habe ich kein gutes Gefühl dabei. Deshalb drehen wir mal kurz an der Uhr. Ich weiß, es ist jetzt ein bisschen pussymäßig, aber ich möchte das Ding eigentlich auch nach Hause bringen hier. Also, Daumen drücken, los geht's. Ja, das wird tricky, ihr seht das schon. Aber ich glaube, einen besseren Test für den Truck hier gibt es jetzt nicht gerade. Um zu sehen, was er drauf hat. Wow, wow, wow. Also, er schleppt sich schon sehr schön hier den Hang hoch, ne? Also, so ist es nicht. Gibt's nichts zu meckern. Bis jetzt. Wo geht's weiter? Hallo? Halb rechts. So, ich glaube, ich muss mal... Leute, es hilft nichts. Ich muss mal hier ein paar Markierungen setzen für die Tour. Aber sonst artet das, glaube ich, dann doch aus. So. So. Dann hier lang. Hier lang. Hier lang. Also ihr seht schon, ne? Ist ein kleiner Bogen, aber es hilft ja nichts. So.
Genau, und hier geht's dann zum Portal nach Smithville. Ach Gott, oh Gott. Hättet ihr mal ein paar Wegweiser aufstellen können hier? Junge, Junge, Junge. Ist natürlich jetzt nicht die optimale Strecke, aber die einzige, die frei ist, ne? Das ist, ja, so ist es eben halt. Junge, 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 Junge. Vorsicht, 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 Vorsicht. Nicht, dass wir hier einen Kippermann machen. Das brauchen wir nicht. Okay, hier haben wir schon die Wasserstelle, wo wir das Wasser kreuzen. Das heißt, wir sind schon fast durch hier. Ging dann doch schneller, als ich dachte, hier die Umleitung. Jetzt müssen wir nur sehen, dass wir jetzt sauber ankommen. Und nicht noch auf den letzten Metern hier Grauen Katastrophe haben. So, ich glaube, das Gröbste haben wir jetzt hier gerade überstanden. Ich glaube, hier kommt schon gleich die Hauptstraße. Ja, oder? Ja. Schleppen wir uns rauf hier mit letzter Kraft. Ich wollte diese dämlichen Tutorials noch ausschalten. Ich hab's vergessen. Ja, muss ich mir gleich mal notieren hier. Machen wir gleich danach mal aus. Das geht mir auf den Nerven. So, und wir sind das erste Mal an der Smithville Talsperre in Michigan, USA, nach wie vor. So, jetzt müssen wir natürlich erstmal gucken. Hier ist ja noch nichts offen. Ne? Also nichts, was heißt offen, aber aufgedeckt. Wir müssen erstmal gucken, wo zur Hölle ist die Farm? Also das hier scheint sie zu sein. Ich würde jetzt erstmal vorschlagen, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste, dass wir hier Richtung Tankstelle uns mal auf den Weg machen. Scheint ja nicht allzu weit weg zu sein. Weil Nachttanken ist bestimmt schon mal nicht verkehrt. Sodale. Machen wir die Kiste einmal voll und dann ist Jut. Ja, da sind wir eben 89 Liter weg, ne? Heidewitzka. Junge. Das ist nicht schlecht. Schluckt ordentlich. Aber er powert auch, ne? Also, das ist schon okay. Jetzt haben wir hier natürlich. Warte mal. Wäre natürlich gut zu wissen, wo wir die nächste Werkstatt haben. Weil dann könnten wir eventuell den Scout erstmal hierher ziehen. Und ein bisschen von der Karte aufdecken, ne? Das wäre gar nicht so dumm. Würde ich sagen. Logistikzentrum. Bohrplatz. Farm. Ha. Junge, Junge. Aber wir haben noch nichts hier. Also, der logischste Weg wäre natürlich, wenn man nur von der Optik her geht, natürlich hier. Der Weg hier. Jetzt müssen wir uns vortasten, ne? Weil ich sehe hier keinen Anhaltspunkt für die Werkstatt. No risk, no fun. Leute, wir machen uns auf den Weg. Was haben wir? Kreuzen der Elche. Ah, super. Habt ihr das Schild gesehen? Passiert das eigentlich hier auch mal? Wäre doch nett. So, dann schauen wir mal.
Es ist natürlich die Frage, ob dieser Weg überhaupt passierbar ist, ne? Aber wie gesagt, wir müssen das rausfinden. Es hilft nichts. Es hilft ja nichts. Auf jeden Fall endlich mal neue Gefilde hier. Finde ich gut. Okay, Kreuzung. Warte mal. So, da ist die Farm. Also generell natürlich links erste Wahl hier. Oh, bitte lass uns da durchkommen in einem Stück. Oh, Sonne blendet aber ganz schön hier am Morgen. Moment, das sieht doch aus wie ein Lager, oder nicht? Wie eine Werkstatt. Ist es eine Werkstatt oder ist es eine Werkstatt? Das ist doch eine Werkstatt. Warte mal. Wieso? Wieso zeigt er die dann nicht so an? Muss ich erst rauffahren? Ich weiß es nicht. Warte mal. Tja, dann schauen wir doch mal. Fahren wir doch mal kurz rauf aufs Gelände hier. Hallo, jemand zu Hause? Also hier haben wir definitiv einen Anhängershop. Okay, den haben wir jetzt nur entdeckt, als wir drüber gefahren sind. Also würde ich doch mal sagen, da die ja immer gleich gebaut sind hier, fahren wir hier vorne rechts mal zum Eingang. Dann sollten wir ja damit dann die Werkstatt entdeckt haben, oder? Aha! Ah, oh, habt ihr eben gesehen, wie der nachgerutscht ist beim Bremsen? Oh, 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 oh. Ja, wie gesagt, ne? Dingens hier. Offroad-Schlappen. Guti. Ja, dann haben wir das doch schon mal auf jeden Fall geklärt. Ach, hör doch auf! Echt jetzt? Ich hab sowas ja geahnt hier, ne? Guck, da haben wir diesen Felssturz oder was ist es hier wieder, ne? Ja. Scheiße. Entschuldigung. So, wir hatten ja vorhin noch eine abzweigende Abfahrt, glaube ich, irgendwo. Mal sehen, ob wir die eventuell nehmen können. Was ist das hier? Das auch gesperrt? Was ist das? Alles gesperrt hier. Ich krieg die Korken hier. Es gibt hier auch irgendwie keine Alternativroute, ne? Oh Mann. Also wir schauen jetzt mal. Ich meine, wir sind hier, um zu forschen, also forschen wir auch. Jetzt haben wir zwar schon das Gerödel hier hinten drauf auf dem Truck, aber was hilft's? Augen zu und durch. So, was ist das hier? Ach du schöne Nonne. Ja, ich muss hier aufpassen, was ich sage, ne? Sonst ist ja nicht mehr jugendfrei hier. Das ist... Ich hätte jetzt ein paar Worte, ne? Ich könnte es euch sagen. Aber... Ach, du ahnst es nicht. Kerle, was ist das hier? Ja, so wird unser Truck mal kurz an zum Scout und funktioniert. Oh Gott. So, jetzt warte mal. Farm. Rechts. Ich hoffe, es ist die Farm, die wir auch meinen. Aua. Das war nicht nett. So, jetzt mal gucken. Das sieht nach einer Matschpiste aus.
Ja. Oh. Ah. Wasserschiete hier. Warte. Ach, du ahnst es nicht. Was habe ich mir hier angetan? So, komm, Junge, komm, komm, komm. Zieh, zieh. Ist das nicht wunderschöner Truck? Ich wollte es nur so nebenbei mal sagen. Aber er ist wirklich ein Powerpaket, ne? Er zieht sich da durch. Er ist noch Allradantrieb, ne? Dann wäre das hier perfekt für mich jedenfalls. So hat er eine dauerhaft angezogene Differentialsperre drin. Ist auch nicht schlecht. Aber wenn wir hier die Wahl hätten, ja, wäre das mindestens ebenso schön. Ja, also das hätte ich knicken können hier mit dem Fleetstar, ne? Jetzt ohne Scheiß. Das wäre nichts geworden. Alter, pumpt mal eure Auffahrt ab hier. Was ist denn bei euch verkehrt? Die hat einen halben Ozean vor der Haustür. Leute, jetzt muss ich ja mal kurz durchatmen. Also das war schon nicht schlecht, ne? Also ein Drittel haben wir jetzt. Also wir brauchen noch Holzplanken und Kraftstoff. Jetzt schauen wir mal, ich habe extra den Motor abgestellt, dass wir mal so ein bisschen kurz einen Moment Ruhe haben und uns mal so ein bisschen umgucken können. So, da ist unsere Werkstatt, ne? Und hier sind wir jetzt lang gefahren und da wäre sogar noch ein Wachturm gewesen, ne? Da könnten wir jetzt eigentlich, wenn der so nahe ist, warte mal, das sollten wir mit dem Truck schaffen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Aber ich bin ja froh, dass er tut, weißt du? Jetzt hätte man den sauer verdienten PlayStation Stars in den Truck investiert, das war so ein bisschen Risiko, aber ich dachte mal, komm hier, das Ding ist ein Name in der Trucker-Szene, ist ein richtig geiles Ding. Ja, und scheint auch so zu sein. Ich bin ja nun nicht der große Truck-Experte, ne? Ich kann nur sagen, macht Spaß, den zu fahren. Richtig viel Spaß. So, dann schauen wir doch mal, ob wir mit diesem Truck auch den Aussichtsturm erreichen. Das müsste eigentlich möglich sein, so wie das aussieht laut Plan. So, jetzt sind wir auch ein bisschen leichter. Wir sollten jetzt hier wie geschnitten Brot durch den Schlamm und Wasser pflügen. Hoffe ich. Boah, Junge, das ist teilweise richtig tief hier, ne? Guck dir das mal an hier. So, okay. Jetzt behalten wir mal die linke Seite hier im Auge. So, jetzt haben wir doch ein bisschen... Warte mal. Jetzt ist wieder gut. Der Turm müsste jetzt gleich links von uns auftauchen. Hoffe ich. Ach, das matscht so schön. Ah, natürlich. Peru Place, nur echt mit Regen. So, wo ist jetzt... Da ist er!
so nah, dass man ihn schon nicht sieht, ne? Warte mal. Da mal schnell Rinder. So, Beobachtung starten. Was hungrige Arbeiter entdeckt? Soll ich da Butterbrote vorbeibringen oder was? Naja, egal, schauen wir mal. Ja, wunderbar. Da würde ich doch sagen, bei der Gelegenheit werfen wir doch mal schnell einen Blick, ja, hungrige Arbeiter, ist klar, auf die Karte, was wir aufgedeckt haben. Das sieht natürlich schon deutlich besser jetzt aus. So, die Tankstelle, die hatten wir schon entdeckt. Ich bin fast der Meinung, bevor ich jetzt hier mit dem Bums weitermache, ob ich vorher den Scout hierher hole. Das heißt, wir machen uns mal auf den Rückweg Richtung Werkstatt und ja, dann schauen wir mal, ob wir ihn hier rüber bekommen. Mit dem Reisen, das muss ich mir noch so ein bisschen aufschaffen, ich bin da noch nicht so der Crack, aber ja, irgendwie kriegen wir das schon hin. Hoffe ich. Vielleicht. Eventuell. Okay, let's do it. Ja, ist sogar ausgeschildert Garage, ne? Noch größer geht's gar nicht. Jetzt habe ich schon Brille auf und sehe es nicht, ne? Klassiker. Ah, jetzt kommt wieder diese Ecke, da gehe ich mal lieber die Außenansicht. Denn hier wird's wieder eng und jetzt müssen wir auch bergauf. Das macht die Sache jetzt nicht unbedingt einfacher. Ey, jetzt sag mir nicht, dass du da nicht raufkommst, mein Freund. Komm, jetzt mach keinen Scheiß. Shit. Warte mal. Das ist nämlich genau das, was ich befürchtet habe. Ich zieh mal schnell die Handbremse, dass wir uns nicht bewegen. Mal sehen, ob wir uns mit der Winde so ein bisschen... Ja, okay. Und wenn du denkst, es geht nicht mehr, kommt irgendwo eine Winde her. Aber das bringt irgendwie gar nichts so. Warte mal. Komm jetzt. Ja, geht doch. Geht doch, mein Guter. Ja, aber da hat selbst unser gutes Stück hier leichte Probleme. Nein, das will ich nicht. Warte mal. Das wollte ich nicht. Okay, Handbremse wieder drin. Okay, hier müssen wir uns dann Stück für Stück vorarbeiten. Da habe ich auch kein Problem mit. Hauptsache, es geht weiter. Was ist hier das Problem? Warte mal. Ich versuch's mal im Lastengang. Nee. Ah, er rutscht mir auch ein bisschen nach hinten weg. Das ist nicht gut. Muss nochmal die Winde bemühen. Es hilft nichts. Nein. Oh, schon wieder so eine Meldung, die ich überhaupt nicht gebrauchen kann und viel zu viel von dem Sichtfeld nimmt. Das ist das Einzige, was mich bei diesem Spiel wirklich aufregt. Diese überdimensionalen, zwar gut gemeinten, aber wirklich störenden Hilfefenster. Oha, ich glaube, Houston, wir haben hier jetzt ein Problem. Wenn ich da jetzt die Winde hinten nicht anwerfen kann, wird's dünn hier, die Luft. Da wird's dünn. Ich müsste ja nur ein paar Millimeter weiter. Was heißt paar Millimeter weiter, aber...
nur ein bisschen weiter hoch, dass ich mich da an der nächsten Fichte oder was es ist, ein bisschen hoch lavorieren kann. Warte mal, obwohl, warte, geht's oder geht's nicht? Oh, ich kann da gar nicht hingucken. Komm, komm, du musst nur über den Huckel da hoch. Du schaffst das. Yes, we can. Nee, das bringt nichts. Handbremse, ganz wichtig. So, der da vorne links könnte uns helfen, der Baum. Schauen wir mal. Komm. Oh, hier geht es wirklich in Millimeterarbeit vorwärts, aber es geht nicht anders. Ich glaube, ich habe ihm so von vom Steigungsgrad ein bisschen zu viel zugemutet. So, jetzt mal mit dem Kollegen da drüben. Puh. Komm. Ja, er schwingt. Das ist schon mal gut, weil wenn er schwingt, dann ist Bewegung drin? Oh, nehmt diese Meldung weg. Ich krieg hier den Keks. Ich habe schon genug an den Ohren hier. Da brauche ich nicht hier diese pipi-gelben Schilder hier noch im Bild. Nein, nicht gut. Ja, jetzt waren wir schon einen halben Meter vor. Wo hakt's? Wo hakt's? Ach, kann man jemanden Unterlichtkeil hinlegen? Das wäre schön, ne? Wenn man aussteigen könnte, so ein Unterlichtkeil unter oder was weiß ich, ne? Aber nee. So, mal sehen, mit dem Lastengang. Wir verbraten hier Sprit, Leute. Wir verbraten hier Sprit. Ich meine, wir brauchen jetzt natürlich hier... ich wollte es probieren. Wir müssen jetzt hier keinen Wolf machen, ja? Weil ich... Es geht nicht. Muss man einfach sagen, wie es ist. Ich wollte es mal probieren. Also das ist das Maximum Wasserschaftansteigung. Das heißt, wir bergen ihn schnell. Das kostet uns ja nichts. Da bricht uns auch kein Zacken aus der Krone. So, hier sieht ihr das gute Stück übrigens mal schön poliert. So, jetzt müssen wir uns mal Gedanken machen, ob und wie wir den Scout hier rüber kriegen. Ihr wisst ja, ich bin ja so ein Reiseprofi, nicht. ja, da haben wir das nämlich, weil der Scout, der ist ja jetzt irgendwo anders. Hier haben wir einen DLC-Scout. Der würde uns 13.400 kaufen. Das ist jenseits von Gut und Böse. Das ist der günstigste noch. Müsste ich also tatsächlich erstmal zurück, tatsächlich, nach Black River, damit ich den holen kann. Ist das so? Also ich stelle jetzt mal die Karre hier ab. Tatsächlich, ne? Ich muss zurück, oder? Sehe ich das richtig? So.
Ja gut, wenn es so ist, dann hilft es ja nichts. Ne? Dann hilft es ja nichts. So, jetzt lass mal gucken. Aber immerhin können wir dann Kurzreisen machen mit dem Scout dahin. Ne? Also, hä? Moment, was willst du von mir? Warte mal. Werkstatt, Werkstatt, Werkstatt. Da machen wir doch hier gar keinen. Ja, so. Dann holen wir uns doch schnell. Wieso ist hier alles leer? Hä? Na, ich wollte schon sagen. Okay. Dann stellen wir den auch ab. Und jetzt müsste er ja zur Verfügung stehen, wenn wir reisen. So, also Smithville Talsperre. Und da sind wir wieder. So, Trucklager. Tada! Gott sei Dank. Okay. Weil ich glaube, bevor wir hier weitermachen, sollten wir ein bisschen, ja, forschen, ne? Guti, schauen wir uns mal das ganze Gebiet an hier. Wir sind jetzt erstmal in dieser Richtung unterwegs gewesen. So, die ganzen Markierungen hier, die kann ich jetzt erstmal wegnehmen. Da ist die Mission Hungrige Arbeiter. Das soll uns jetzt erstmal nicht interessieren. Die Tankstelle haben wir entdeckt. Dann geht es hier hinten weiter. Wo ist denn der nächste Turm? Hier wäre einer. Haben wir noch einen etwas näher vielleicht? Da haben wir noch ein Upgrade. Nee. Also der nächste wäre tatsächlich dann hier. Ich sehe jetzt gerade, hier führt ein Weg lang. Mehr oder weniger. Guck mal, da. Das ist sogar in der Nähe von dem Portal hier. Warte mal. Das ist dann hier runter, da runter, da runter und da hoch. Und da müsste dann der Turm sein. Let's do it. Probieren wir es mal. Mit dem kleinen Flitzer hier sollte das ja funktionieren alles. Das heißt, ich lege uns mal schnell eine Streckenführung fest. Na, komm schon. So. Ja, eigentlich ist es hier immer der Nase nach, aber man weiß ja nicht, wie es immer im echten Leben dann aussieht. So, dann hier rüber. Ja, da kann natürlich jetzt hier alles sein, ne? Das ist strange. So, dann hier hoch. Und da. Ja, und da müssen wir dann mal gucken, wie wir weiterkommen, ne? Eieiei. Gut, Abfahrt. Also mit dem Scout sollte ich sogar eventuell, also ist jetzt nur blasse Theorie, leichter durchkommen durch diese Strecke hier. Ja gut, bis auf den Wasserpart hier. Aber mit Allrad sollte ich mich hier rausschmieren aus der Pfütze. Oder? Ja, Sir. Aber für den brauche ich dringend noch Offroad-Reifen. Sind aber noch nicht freigeschaltet. Das heißt, wir müssen jetzt erstmal hier improvisieren. Oder wir finden noch einen besseren Scout unterwegs. Muss mal gucken, wieso die Scouts alle sind und wo die vor allen Dingen zu finden sind. Oder wie viel sie kosten, je nachdem, ne? Oh! Echt jetzt? Du Dödel. Also ich meine mich. Alter, wow. Ja, heute macht doch keinen Scheiß hier mit mir. Wow, jetzt aber Vorsicht. Ja, hier kommen wieder die Umfallerqualitäten vom 800er durch. Das lässt sich leider nicht ändern. Es ist jetzt gerade so ein bisschen Tanz auf Eiern hier bei der Strecke. Ihr seht das schon, ne?
Ich fahre jetzt schon sehr langsam und er kommt hier richtig ins Wackeln. Ich hoffe, die Kiste geht gut hier. Das ist nicht wahr. An der Stelle legst du dich hin? Ich glaube, ich muss ein bisschen eskalieren. Naja, okay. Zum Glück haben die autonome Winde. Lobet und preiset sie. Wieso zieht er sich jetzt nicht hoch? Hallo? Moment, habe ich den falsch hier... falsch vertreut? Steht auf! Ja, also ich würde mal sagen, auf der Seite gibt es nichts mehr zu sehen hier. Ach du Scheiße. Okay. Ja, so ist das, Freunde. Ne? That's life. Live und ungeschnitten hier das Ganze. So. Hier geht's jetzt lang. Einmal abbiegen, bitte. Ich denke, auf den Blinker können wir hier verzichten. So. Naja, geht's wieder so steil bergab, ne? Hier der 800er, der macht mir da... bergab macht der mir richtig Angst, weil er nimmt sehr schnell Fahrt auf und ja, dann hält ihn nichts mehr. Und zwar im wahrsten Sinne des Wortes, weder links noch rechts. Naja, er hüpft auch sehr viel. Ihr seht das hier gerade sehr gut. Oh, Leute. Ich fahre hier gerade wirklich mit... wortwörtlich, mit Fingerspitzen am Controller. Ganz minimale Druckbewegung und trotzdem seht ihr, ne, es ist ein Geschlinger vom Feinsten und immer so ziemlich an der Grenze. Junge. So, ich hoffe, wir kommen hier jetzt wenigstens einigermaßen durch. Also hier darf er jetzt nicht umfallen, ne, weil dann haben wir definitiv ein Problem, Ladies and Gentlemen. Ach du grüne Neune. Ja, kommst du oder kommst du? Jetzt haben wir nämlich ja das nächste Problem. Wir haben hier jetzt überhaupt nichts, woran wir uns fixieren können. Ich sehe eine minimale Bewegung nach vorne. Ganz, ganz minimal. Ja, komm. Da, ja, es bewegt sich was. Also hier ist Geduld gefragt, wenn nicht sogar wahnsinnig viel Geduld. Sorry, Freunde, ihr müsst da jetzt mit mir zusammen durch. Es hilft nichts. Oder ihr spult vor. Aber ich hoffe doch nicht. Also noch ist Bewegung drin. Aber ihr seht auch, unser Tank leert sich sehr schnell, weil ich hier natürlich mit Vollfeuer versuche rauszukommen. Ah, Differentialsperre ist immer an. Danke fürs Gespräch. Ja, was tut man nicht alles, ne, um hier ein bisschen Überblick zu bekommen? Ich habe das Gefühl, dass sich jetzt hier gerade in diesem Moment gar nichts mehr bewegt. Jetzt will ich mal gucken, ob wir uns eventuell rausziehen können und dann versuchen können, die Stelle nochmal neu anzufahren. Das wäre jetzt meine Intention. So, jetzt müssen wir nochmal nachsetzen kurz. Wir brauchen jetzt noch einen anderen Baum, dass wir wieder so ein bisschen, ja, gerade sind.
wenn man das so sagen will. Ah, der steht da schon wieder so porös schräg. Guckt euch das mal an, Mensch. So, wir versuchen es mal weiter rechts hier. Taucht das Auto was? Nee, das taucht gar nicht. Warte. Wir versuchen ja alles einmal durch hier. Solange wir noch was im Tank haben. Ja, sieht schon gut aus, die Kiste hier, ne? Haben wir schon ordentlich einmal durchgearbeitet hier. Ich sehe jetzt schon den Schlamm da unten. Seht ihr das? Mir fällt gerade ein, ich glaube, das Ding hat noch nicht mal einen Schnorchel aktuell, oder? Alter, sieht aus, als wenn der immer tiefer sinkt hier. Und wir kriegen Schlagseite, glaube ich, ne? Ja. Bewegt er sich noch? Ich sehe nichts. Da ist ein bisschen Bewegung. Wenn man jetzt gerade mal auf die Kanister schaut, sieht man, wir haben eine minimale Bewegung drin gehabt, bis jetzt eben gerade. Meine Hoffnung ist ja, dass wir die Steine da vorne noch erreichen, dass er irgendwo einen Grip kriegt und ja, ne, und weiter geht's. Jetzt haben wir natürlich noch ein großes Handicap. Das Teil hat noch keine Offroad-Reifen drauf. Leute, ich habe das dumpfe Gefühl, es beschleicht mich das dumpfe Gefühl, das wird so nix. Das wird so nix. Das ärgert mich jetzt. Er ärgert mich jetzt. Warum? Warum, ne? Gut. Also ich denke mal, die einzige logische Konsequenz ist, das jetzt erstmal sein zu lassen, uns erstmal nur auf den aktuellen Auftrag zu konzentrieren. Wir wissen ja jetzt, wie wir hinkommen. Also ich weiß, wie ich hinkomme. Ich weiß, woher ich die Klamotten kriege. Ne, Holzplanken und Kraftstoff, das dürfte ja also auf jeden Fall im Black River kein Problem sein. Und ja, dann machen wir das von da aus. Ne? Gut, Freunde, dann soll es das erstmal für diese Episode gewesen sein. Ich überlege mir mal eine Strategie, wie wir das am dümmsten machen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst gerne ein Like, Follow oder Abo da. Daumen hoch nicht vergessen. Und natürlich, ich freue mich immer über nette Kommentare. Schreibt, was das Zeug hält. Lasst den Algorithmus krachen. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Metal-Leute, abonniert alle Peru Plays, von führenden Ex-YouTubern empfohlen. Da gehe ich auf 100 Sachen 80. Tschüss.